Was geht ab, ihr Trampolinspringer? Das sind Kira und Roman und heute gibt es einen Kommentar des Tages und zwar von Irina Becker, denn sie hat geschrieben, eine Legende besagt, dass Kira immer noch Kekse will. Meine werten Damen und Herren, falls ihr auch ein Kommentar des Tages werden wollt, dann schreibt uns gerne Kommentare, abonniert den Channel und gebt einen Daumen nach oben, denn heute werden wir etwas für euch tun. Und zwar Trampoline testen. Bist du schon aufgeregt, Kira? Natürlich! Wie aufgeregt bist du? 9. Ich liebe Trampolinspringen. 9? Okay, wir gehen heute einfach richtig Trampolinspringen. Wir können draußen Trampolinspringen, wir können drinnen Trampolinspringen, wir können in der Seite Trampolinspringen. Alter, da ist sogar eine riesige Rutsche einfach, gell? Okay, wollen wir zuerst auf die Rutsche gehen, bevor wir so richtig losgehen? Übrigens, gegenüber vom Trampolinland ist einfach ein kleines Krankenhaus. Was ist das denn? Oh mein Gott. Das ist sogar so ein Im-Wasser-Trampolinpark. Oha, hey, das ist richtig cool. Yo, hier kannst du auch so richtige Saltos springen. Oh, und ich glaube, du kannst auch auf diesen Ball, der dich dann nochmal... Oh, was? Ich bin sogar auf dieses Dach jetzt hier drauf gekommen mit einem Sprung. Oh, und hier kann man auch runterrutschen. Alter, ist das cool. Man kann überall Saltos springen und man kann überall auch hochklettern. Oh, und rutschen. Wow. Und rutschen kann man auch. Guck mal, wo ich gerade bin. Oh, was? Wow. Oh mein Gott, siehst du das? Das ist... Was? Oh mein Gott. Ich habe gedacht, ich kann darüber balancieren. Dabei war das hier eine Zipline. Hey, das ist ja mal mega cool. Übertrieben. Kommst du da? Ich glaube, da kommt gerade aus der Ferne eine kleine Kira hergeschossen. Nein, das ist es nicht. Es ist ein Roblox-Block gewesen. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ja, aber dann bin ich irgendwie hängen geblieben. Hey, bist du runtergefallen? Nein. Und ich bin nicht aufs Seil gefallen. Du wolltest da hoch und dann bist du nicht richtig aufs Seil gesprungen. Ja. Oh. Oha. Das funktioniert aber nicht. Hier ist voll die schwierige Kletterwand. Wenn du rüberkommst, versuch mal, hier diese Kletterwand zu schauen. Oha, das ist sogar schwieriger als jede Obby, die wir bisher gespielt haben, diese Kletterwand. Hey, kann man die überhaupt schaffen? Ey, ich schwöre es dir. Kannst du dich noch an diese superschwere Obby erinnern, die wir gespielt haben? So, das hier ist aber so schwer, dass ich da gar nicht hochkomme. Wie soll man das denn schaffen? Warte. Ich versuch's die ganze Zeit mit Springen, aber es geht nicht ganz. Warte mal, ich versuch's noch einmal. Funktioniert die Seilrutsche leider nicht. Schaffst du die Seilrutsche nicht? Dann lass uns einfach in der Mitte treffen, weil diese blöde Wand, die funktioniert. Das geht nicht. Das ist eine Lüge. Oh, da ist aber ein Sandwich. Oh, hier sind Kekse. Man kann sich hier einfach Kekse kaufen. Soll ich dir mal einen Keks zeigen? Guck mal hier. Ja. Junge, hier kann man sich für 10 Münzen einen Keks kaufen. Ich will diesen Keks. Hey, das macht sogar so ein Geräusch. Ich will diesen Keks jetzt haben. Warte, ganz, ganz leise. Es geht nicht mehr. Oh nein. Oh nein, es geht nicht mehr. Gerade eben, versuch mal, iss mal diesen Keks so. Kannst du den kaufen? Ja. Warte, versuch ihn mal zu essen. Hast du das gehört? Das hat so ein Geräusch gemacht, voll witzig. Pass auf, lass uns einfach mal reingehen, denn wir haben nämlich heute noch was ganz Besonderes vorbereitet. Draußen sind nämlich nur so die Sachen. Ich glaube, man kann, also ins Krankenhaus kann man nicht, oder? Ist sogar abgesperrt, glaube ich, zum Glück. aber drinne gibt es jetzt auch noch mal viele Sachen, aber dafür müssen wir uns sogar einchecken. Mal gucken, ob oder haben die Kekse jemanden schneller gemacht? Guck mal, wie schnell du bist echt viel schneller als ich. Hä? Wie kommt das? Junge, die geben diese Kekse, die geben dir einfach Superpower, gell? Ja. Oh mein Gott. So, dann haben wir hier... Achso, was ist das? Das ist Self-Check-In. Ach, guck mal, hier kann man sich einchecken. Tiny Ticket Giver. Okay, da muss man hier seinen Namen eintragen. Arizona. Die Zeit, 30 Minuten, eine Stunde. Ich mache 2 Stunden Springen. So, Tickets given. Okay, jetzt habe ich das Ticket bekommen. Cool. Wir haben übrigens unten rechts eine Anzeige, wie viel Prozent wir haben, bis wir nächstes Level erreichen. Und yo. Alter, guck dir mal den an, Kira. Dem sein Kopf brennt einfach. Hey, ich glaube, das ist sogar was man im Shop kaufen kann. Guck mal, wenn wir unter Menü gehen und dann über Game Passes, gibt es dort Galaxy Particles. Das ist das zweite von links. Das kann man sich für 75 Robux kaufen. Und ich glaube, das ist sogar genau das, was der da hat. Man muss es dann, glaube ich, unter Trail einfach aktivieren. Oder? Ist es so? Warte mal, ich guck mal, ob ich es aktivieren kann. Ist es das? Nö.
Oh, scheint doch nicht zu funktionieren. Kann ich eine andere Trail aktivieren? Guck mal, ob ich eine rote aktivieren kann. Vielleicht muss man warten, bis es aktiviert wird. Naja, egal. Aber was wir uns geholt haben, ist auf jeden Fall VIP. Wollen wir mal VIP ausprobieren, ob das was Cooles ist? Es gibt hier nämlich in diesem Trampolinpark gibt's voll viele verschiedene Sachen. Ne? Es gibt hier Dodgeball, es gibt hier Laser Tag und es gibt auch so kleine Spiele. Oh, und es gibt Socken auf dem Boden einfach. Und das hier ist der VIP-Room, wo man nur rein... Alter! Yo, da bin ich jetzt gespannt. Guck dir das mal an. Das Wasser sieht so aus, als ob das aus Gold wäre. Oh, und hier kann man sein eigenes Trampolin haben. VIP-mäßig, versteht sich. Und steht auch an der Wand immer VIP, damit man weiß, dass man auch wirklich VIP ist. Ach, das ist hier so ein kleiner Pool. Ja, du hast so seinen eigenen privaten VIP-Pool, so, um den Leuten zu zeigen, wie VIP du bist. Oh, warte mal, lass mal springen. Wow! Ach, das ist so ein Riesentrampolin. Alter, das ist ein super Trampolin. Oh, crazy, das ist ja richtig tief. Aber das sind, glaube ich, sogar die einzigen Sachen, die es hier im VIP sogar gibt. Oh, crazy. Okay, das ist abgefahren. Das ist echt cool. Guck mal, da sind die anderen Leute, die gerne auch mit uns in VIP gehen würden. Oh. Aber die haben sich das, glaube ich, noch gar nicht gekauft. Wollen wir uns ein paar andere Sachen noch ansehen? Außer den VIP-Bereich. Wollen wir Lasertag mal angucken? Ne? Das könnte vielleicht auch interessant sein. Oh, hier kann man sich so Lasertag-Waffen holen. Die klickt man an. Und dann kann man hier, glaube ich, schießen. Oh mein Gott, es funktioniert sogar richtig gut. Oh, ich wurde sogar getroffen. Das war ich. Oha, echt? Warte mal, das kriegst du zurück, du. Warte mal. Oh nein, oh oh. Ich hab dich auch getroffen, Okay, warte mal. Ich guck mal, dass ich dieses Mädchen da treffe. Oh mein Gott, ist gar nicht mal so einfach. Oh, jetzt habe ich das Mädchen getroffen. Und die andere, die da oben läuft, die versuche ich auch zu treffen. Zack, getroffen. Und zack, oh, die habe ich nicht getroffen. Ey. Zack, oh, 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 oh. Das, oh, das, Kira. Oh nein! Nein! Oh mein Gott, das ist ja richtig cool. Das ist so ein richtig kleines Minigame. Okay. Oh, die da hinten habe ich, glaube ich, getroffen. Oh. Gott. Oh, wie kann ich... Ich treffe dich nicht, nein! Oh. Ah! Ah! Oh mein Gott. Wow, das ist knapp. Ich treffe dich nicht. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf dich zu bewegen. Nur auf dich zu bewegen. Nein. Oh, ich habe das andere Mädchen. Oh. Yeah, ich habe dich getroffen. Oh mein Gott, ja. Es hat richtig gut funktioniert. So schön. Oh, Junge, Junge, Junge. Wollen wir noch ein anderes Spiel ausprobieren? Ich glaube, man kann nämlich noch nach hinten gehen. Und dort kann man tatsächlich noch weitere Dinge sehen. Was haben wir denn noch so? Es gibt ein Menü. Hier kann man, glaube ich, so Essen auch bestellen. Oh ja, Tatsache. Warte mal. Gibt's ja noch eine Kekse? Es gibt hier keine Kekse, aber es gibt hier einen Slushy. Oh Junge, ich habe mir einen Slushy gekauft. Das ist ein cool. Leckerer Slushy. Oh, es gibt Bade. Oh, durch den Slushy rennst du schneller. Hey, das ist richtig cool. Was gibt's hier noch? Junge, ein Badezimmer. Wow. Oh, man kann aufs Klo gehen. Ja, ich liebe es. Das ist cool. Hey, da ist ein Mädchen aufs Jungsklo gegangen. Oh, das geht gar nicht. Das geht aber nicht. Das geht aber gar nicht. Ist das hier das Mädchenklo? Nee, das sind beides blaue Toiletten. Okay, gut. Dann könnte es auch sein, dass ich im Mädchenklo war. Tja, passiert. Was gibt's noch? Das hier ist mega cool. Das hier mit so Schaumwürfeln und so. Mit so Schaumwürfeln? Weil wir, kann man da reinspringen? Tatsächlich. Ja, das ist cool. Und dann ist man einfach in diesem Schaum drin. Aber der Schaum macht gar nichts. Whoop. Aber ich trinke nochmal so einen Slushy. Der sieht echt lustig aus. Hui, was gibt's noch? Was ist das Blaue? Das sind einfach nur... Oh, da kannst du der Volleyball spielen? Niemals, als ob. Doch, kannst du. Wollen wir mal eine Runde Volleyball spielen? So, warte mal, ich habe hier sogar einen Volleyball. Da kannst du springen und Volleyball spielen. Jupp, jupp. Warte. Oh, jetzt habe ich den Volleyball aber wieder verloren. Oh Mann, hier ist man die ganze Zeit am Springen. Das ist voll schwer, Volleyball zu... Du hast den Ball. Ich kann keinen Volleyball. Ja, ich kann das Spiel auch nicht so gut. Also du musst den irgendwie mit Linksklick werfen und dann irgendwie so benutzen. Ah, nee, nee, guck mal hier. Dieses Trampolin ist kaputt. Bitte kontaktiere einen Mechaniker. Hä? Oha, das ist ja mega heftig. Dieses Trampolin ist einfach kaputt. Und dann dieses Trampolin fragt einfach selber nach einem Mechaniker. Das ist heftig.
Hier kann man auch nochmal springen. Das ist einfach so ein ganz normales Sprungbecken sozusagen. Ja, Free Jump. Oh, es gibt auch Basketball. Was? Echt? Ja. Doch, lass es mal ausprobieren. Was ist das denn? Guck mal, da steht sogar dran, die Top 10 Basketball-Rekorde. Der gute alte XX Melody XXX hat mit 30 Körben Platz 1. Okay, mal gucken, wie schwer es ist. Zack. Und, oh, oh, oh. Ich glaube, da kann man einfach oben stehen und dann das Ding so reinwerfen, kann es sein? Hä, ich bin mir... Ich glaube, du musst da... Oh, Trampolin ist kaputt. Hä, die ganzen Trampoline hier sind einfach kaputt. Was? Warte mal. Was? Oh, ich habe einen Korb geworfen. Ah, wenn du einen Korb wirfst, dann verändert sich die Zahl dort vorne. Und du hast 45 Sekunden Zeit, den Korb zu werfen. Oh mein Gott, okay. Ich glaube, du kannst es schlau machen, indem du ganz vorne dran stehst und einfach immer so reinwirfst. Ah, du kannst voll schummeln. Ich habe schon 5 Körbe geworfen. Du springst immer so. Ich glaube, du kannst sogar auf das Ding draufspringen und dann einfach nur das Ding in den Korb reinwerfen. Funktioniert das? Warte, ich check's mal aus. Null. Warte. Das ist voll cheaten. Ah, nee, oh mein Gott, aber ich bin zu schlecht, um zu cheaten, um zu schummeln sogar. Oh nein. Warte. Nee, es klappt nicht. Okay, gut, ich habe 5 Körbe. Das reicht mir jetzt erstmal. Warte, mit was? Mit 5 Körben bin ich aber leider noch nicht auf der besten Liste. Schade. Na gut. Okay. Ich glaube, hier gibt es dann noch den Free Jump, wo man einfach nur so springen kann. Ist eigentlich ja, auch cool. Aber ja, das war's eigentlich. Oh. Das war der Trampolinpark. Von 1 bis 10, wie würdest du sagen, wie gut ist der Trampolinpark? Eine 7. Eine 7? Ich gebe tatsächlich 6. Ihr könnt uns auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Trampolinland erhaltet. Schaut gerne in die Videobeschreibung rein. Dort ist der Link zu diesem Spiel. Da könnt ihr das gerne mal selber anspielen und sagen, wie ihr das Spiel denn findet. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Haut rein, Leute. Und ciao. Tschüss.